Aber das ist doch nur eine Karte. Viel mehr als Versprechen. Nutze diese Karte und schreite voran. Du wirst deinen Freund finden. Los, Leute! Auf geht's! Der König! Wo ist der König? Wir haben gemeinsam die Tür zur Dunkelheit verschlossen und dann...
Warum kann ich mich nicht erinnern? Der König ist weit fort. Schlafe und lege den Kampf gegen die Dunkelheit in seine Hände. Schließe deine Augen. Ist das eine Karte? Dies ist die Tür zur Wahrheit. Doch wisse, die Wahrheit wird dir nur Leid bringen. Wirst du weitermachen? Es gibt keinen Weg zurück ins süße Nichts der Ruhe. Die Tür zur Wahrheit. Dies ist die Welt deiner Erinnerung. Hier ist niemand. Stimme, ich weiß, dass du da bist. Also erklär sie mir. Wo sind die Menschen aus meinen Erinnerungen? Willst du sie wirklich sehen? Natürlich will ich das. Aber du hast sie fortgeworfen. Um die Außenwelt zu erreichen, hast du die Tür zur Dunkelheit geschlossen. Du hast alles zurückgelassen. Für die Dunkelheit. Doch auch die habe ich losgelassen. Was hast du denn noch? Dein Herz weiß mir niemand Dinge zu testen. Es ist leer. Wie dieser Raum. Wie deine Erinnerung. Deshalb gibt es niemanden außer dir. Wehre dich nicht, nimm die Dunkelheit an. Tu es und diene mir erneut. Ich habe schreckliche Zutaten. Ich habe Fehler gemacht. Aber ich bin nicht mehr der, der ich einmal war. Ich kann mir selbst vergeben. Wirst du nicht länger du selbst sein. Was? Zeit
wünschte, ich wüsste es selbst. Erinnert ihr euch, was der Kerl in der schwarzen Kutte gesagt hat? An diesem Ort heißt Verlieren finden und Finden verlieren. Er hat von Erinnerungen gesprochen. Kein Wunder, dass es hier das Schloss des Vergessen heißt. Je weiter wir gehen, desto mehr vergessen. Was ist, wenn wir alles vergessen und nicht mehr zurückkehren? Keine Sorge. Vielleicht vergessen wir mehr Waren, was wir gesehen haben. Aber unsere Freunde werden wir nicht vergessen. Euch werde ich niemals vergessen.